Ich bin hier heute in Königslutter, genauer genommen vor der Walter-Bode-Halle, denn hier fand zum 23. Mal das Traditionsfußballturnier der Victoria Cup statt. 18 Mannschaften boten sich hier die Stören, die aus Helmstedt, Königslutter und Umgebung kamen. Und im Finale gab es dann ein Clubduell. Die alte Herren von Bartan Königslutter spielte gegen die erste Herren und hat überraschend gewonnen. Das Finale war, wie das ganze Turnier, sehr emotionsgeladen, actionreich und vor allen Dingen spannend. Aber seht selbst. Zuschauerzahl steigt von Mal zu Mal und in diesem Jahr ganz besonders. Das hat sicher damit zu tun, dass der Teilnehmerkreis von der teilnehmenden Mannschaft erweitert worden ist durch die vier Bezirksligisten. Und das ist, finde ich, für Königslutter unheimlich wichtig. Anzahl der Zuschauer, bist du zufrieden? Ja, also bisher bin ich mit zufrieden, aber traditionell ist es auch da, dass die Halle dann richtig voll wird, erst mit Beginn des Viertelfinals, wenn die K.O.-Spiele anfangen. Ab 13 Uhr macht unser VIP-Bereich auf und das ist natürlich so ein Startzeichen für die Zuschauer. Also, was hat dich heute hergebracht? Ich bin mit einer Freundin hier. Was ist denn dein Highlight hier? Weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen. Na, wie läuft's? Alles gut bisher. Wir haben das erste Spiel 10-0 gewonnen. Wer ist so dein Turnierfavorit? Wir. Die alte Anmacht. Victoria Cup, also das ist Tradition und wird immer von Mal zu Mal immer besser. Was macht denn das Turnier so gut? Die Atmosphäre, der Stadtkreis, die ganzen Leute, die man kennt. Immer gute Stimmung hier bei Victoria. Auf jeden Fall. Macht Spaß soweit. Sind viele Leute da und ich glaube, die haben alle Spaß. Super. War letztes Jahr schon gut und darum habe ich dieses Jahr wieder mitgemacht. Ich glaube, 23 Jahre jetzt, Victoria Cup. Super, jedes Jahr spannend. Impulsiv auf jeden Fall auch ein bisschen, ne? Ja, aber mit Fußball habe ich leider nicht so viel am Hut. Ich glaube, auch heute ist die Stimmung genauso gut wie die letzten Jahre auch. Wir hören ja, die Tore fallen. Das ist wichtig, die Stimmung ist da, die Fans sind da, was wollen wir mehr? Warum liegst du da jetzt? Ich liege jetzt gerade hier, weil das Spiel und das Turnier mich einfach umhaut. Super geil. Die Halle ist jetzt brechend voll und jetzt müssen wir gnadenlos gut sein. Die Stimmung ist super, ich bin bisher rundum glücklich. So, wie ist es? Wir sind jetzt schon im Halbfinale. Halbfinale, jetzt müssen wir besonders gut sein. Und die waren schon so geil, die Spiele. Und jetzt geht's nochmal eine Stunde richtig Power. Du musst in der ersten Stunde eine Flasche roten Sekt trinken und dann bist du hier richtig gut. Ein Tipp? Alte Herren Wartan.
Das Finale vom Victoria Cup 2018 steht fest. Es ist Wartan gegen Wartan. Die alte Herren gegen die erste Herren. Routine gegen Power, gegen Speed. Und deshalb sind wir hier, deshalb wollen wir Spaß haben mit allen Kulturen, Respekt. Ohne Respekt läuft gar nichts auf der Welt. Deshalb wollen wir alle dabei. Es war ein super, super schönes Turnier. Mir war eine Ehre, mit den Jungs zusammenzuspielen. Hat mich sehr gefreut. Ein Dank nochmal an Markus Jovoski und Markus Schneider, die das jedes Jahr top organisieren. Und dieses Jahr haben sie sich übertroffen, wie gesagt, mit der Elite. Das Niveau war einfach Weltklasse. Ich bin jetzt einfach froh, wenn ich hier dieses Mikrofon endlich aus der Hand legen kann. Und genau hier wie diese Fliege, die kommt jetzt ein Jahr wieder in den Schrank. Und jetzt brauche ich einfach mal ein bisschen Pause, ein bisschen durchschnaufen. Du musst es nächstes Jahr wieder machen, ne? Und wir sind alle mit dabei. Ja, damit drohe ich euch jetzt schon. Ich mache das nächstes Jahr wieder, auf jeden Fall. Ja, das war der Victoria Cup 2018. Wie gesagt, die Sieger sind die alten Herren von Wartan. Und jetzt geht's weiter zur Aftershow-Party ins Schützenhaus. Das war's vom Victoria Cup 2018. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, jetzt noch ein bisschen Sohle auf dem Parkett kleben zu lassen. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Das war's auch schon wieder von mir. Sagt, bleibt sauber. Euer René.